hier ist so ein kleiner Punkt. Mhm. Dort unten war er dann abschließend für alle zu sehen. Vom ganzen Platz aus, im ersten Jahr auch illuminiert als Nachts. Da war er nicht mehr der volksnahe Tribun, sondern da war er der Staatsmann, eingerahmt von Standarten, und hat da seine antisemitischen, hetzerischen, kriegstreiberischen Reden gehalten. Es wird dann ein Steg drüber gehen, der mit Tafeln nochmal auf das Gelände hinweist. Das ist auch schon alles. Ich habe vor einigen Wochen eine schriftliche Anfrage an die Bundesregierung gerichtet, ob sie bereit wäre, dieses Projekt, diese Dokumentationsstelle zu unterstützen. Das hat die Bundesregierung nicht ausgeschlossen. Sie hat allerdings darauf verwiesen, dass natürlich die primäre Verantwortung beim Land ist und dass man dafür einen Antrag bräuchte. Ich muss auch nach dem heutigen Besuch sagen, es ging hier um ein nationales Ereignis. Das ist zentral in Berlin vorbereitet, organisiert und mit dem Reichsarbeitsdienst errichtet und gebaut worden. Hier fand sozusagen ein nationales Event im Sinne der Nationalsozialisten statt, und deswegen gibt es auch eine Verantwortung des Bundes. Das ist keine allein eine Frage der Gemeinde Emmertal oder des Landkreises Hamm-Kirmen. Ja, ich hoffe, dass das Land zügig die Flächen zur Verfügung stellt, sodass hier auch losgearbeitet werden kann. Wir wünschen uns auch, dass Landesgeld dafür eingestellt wird, dass es hier vorangeht. Wir haben heute gehört, dass die Planungen erstmal ein bisschen kleiner sind und man guckt, wie man es vielleicht weiterentwickeln kann. Aber auch für eine Weiterentwicklung wäre ich dankbar, wenn das Land sich angemessen beteiligt, weil das hier ist kein regionales Thema, das ist ein Thema von überregionaler Bedeutung, und da muss auch das Land sich beteiligen.